I1 Lukas. I1 Leni Marie. Ey, sagen alle, eigentlich würde ich sagen alle mal Leni, oder? I1 Loser Lukas. Ich weiß nicht, wer der Loser ist, aber ganz sicher bin ich nicht der Loser. Also wenn es zwei Menschen gibt, mich an eine andere Person, ich denke nicht der Loser bin, aber es gibt einen Loser, dann müsste die andere Person der Loser sein. Speak English, okay. What's up, people? I'm back at it again. Now I'm back at it, like a motherfucking crab addict. Crab addict. Na du, was geht ab? Okay, Leute. Also, ich habe heute was vor mit euch. Und zwar, nächste Woche meine erste Single raus, Nobody Knows Me Like You Do. Am 15.03., nächsten Freitag. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr gerne mal das Album vorbestellen, dann bekommt ihr nämlich direkt an dem Tag auch die Single. Aber erstmal beiseite. Und zwar, ich habe Luis von meiner Story verborgen, okay? Mein Kumpel Luis. Und der ist gerade auf dem Weg nach Hannover. Und ich möchte ihn pranken, okay? Und ich habe mir ein was sehr lustiges aus. Nee, also so würde ich es jetzt nicht sagen. Wie würdest du es dann sagen? Auf jeden Fall werde ich ihn jetzt anrufen. Und ich werde ihm. Als Feature bei mir auf dem Album ist. Und ich bin sehr gespannt. Warte, es hängt alles oder geht alles? Wenn es hängt, dann schreib mal. Okay, wir sind beides für Loser. Wir sind wieder zusammen Loser. Weil viele haben sich ja ein bisschen gewünscht, dass ich wieder ein bisschen mehr. Frank, okay, pass auf. Hallo? Luis, Bro, was geht ab? Ich bin im Flixbus. Ey, bist du auf dem Weg nach Hanover, Hangover City? Yes. Geil, Mann. Hannover, ja. Wann bist du da? So 2015, Primetime. Und es kommt als Single am nächsten Freitag. Und sorry, ganz kurz. Und wir haben schon über Features gesprochen, ne? Ja. Hörst du mich gut gerade? Ja, ich höre dich gut. Hörst du mich? Ich höre dich auch super. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall. Digga, du weißt nicht, was wir jetzt für ein Feature gemacht haben. Spann mich nicht so auf die Folter, Alter. Ich weiß nicht, Wen denn? Ist das wer international ist? ne, ich glaube, sie ist aus Deutschland, genau, sie ist national aus Deutschland, aber sie singt bisher auch nur Deutsch. Soll ich sagen, wer? Kommt jetzt hier den Frischer, oder was? Fast. Ich mache ein Feature mit Katja Krasavitz. Ja.
Doch, doch, wir fliegen. Ich mache bei Let's Dance am 15. Das erste Show. Und dann, wir fliegen dann am Samstag oder am, ich glaube, Freitag Nacht sogar noch nach Mallorca und drehen am Samstag das zweite Video. Auf welcher Sprache denn? Sie singt auf Englisch mit ein paar deutschen Akzenten. Und wie kam das, Digga? Wir haben einfach ein bisschen getalkt und dann sie hat irgendwie Bock drauf gehabt. Dann meinte ich so, ja, lass doch mal einen Song zusammen machen. Und dann meinte sie, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir Spricht gesagt, ja halt einfach null. Was soll denn da rauskommen? Wie heißt denn der Song? was wurde gesagt? Wie der Song heißt, Digga. Verarsch mich doch. Nein, na, hä? Warte, warte, es ist gerade ganz schlechte Verbindung. Luis? Jo, wie schlecht. Wie schlecht, Digga. Hä? Wa Nein, ich schwör's dir. Der. Digga, du kannst nicht schauspielen. Bro, frag doch Katja. Katja macht morgen einen Livestream und erzählt Ja das gut. Gleiche. Ja Und. gut, ich ruf sie kurz an. Ich ruf sie kurz an, warte. Nein, nein, und soon. Und dann. Aha. Und wir singen so, warte, es geht so, weißt du, ein bisschen, sowas wie. Ich sing so, I hope. Und dann singt sie so, to see. Und ich so, you soon. Und dann, Ah, okay. Duett oder was? ja, es ist ein bisschen so duettmäßig. Und dann singt sie halt so, sie macht halt so ein bisschen so einen Witz dann über Lumi und sowas. Warum lassen wir kein Wort? Es ist, hä? Bro, ich schwör's dir, pass auf, ganz kurz mal, Serious Talk. Okay, der Song heißt nicht I Hope to See You Soon, aber wir sind wirklich gerade im Gespräch mit Katja Aha. Krasse. Ja, er ist noch nicht fest, aber wir sind in Gesprächen. Jetzt ernsthaft oder was? Ja, also wirklich, sorry, ich dachte mich vorher, wir wissen nicht, wie du reagierst, aber wir sind wirklich im Gespräch jetzt mit ihr. Indianer Ehrenwort. Häuptling Ehrenwort. Das kannst du nicht machen, Alter. Und weißt du, wenn wir ich glaube, es wird krass ankommen, auch gerade als Video bei YouTube, wenn wir, kennst du noch, weißt du, wer Domme ist? Wenn wir Domme ins Video packen. Hey, ich brainstorme nur gerade, weißt du? Man muss immer brainstormen. Keep it Ja, fresh. richtig, richtig gutes Brainstorm. Kannst noch Psycho Andreas sein? Okay, Bro, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich bin gerade leider auf Instagram, ich pranke dich gerade. Okay, Digga, das habe ich schon erwartet. War es gar nicht gut? Doch, schon manchmal. Ja, ich weiß, am Anfang dachte ich kurz, ja, okay, dann wieder nein, und dann wieder ja, vielleicht. Aber ich weiß, ich verstehe, also ich glaube. Mach mal 10 Liegestütze. Alright, let's do it. 10 Push-Ups, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy peasy lemon squeezy. Go live on TikTok too.
Louis hat gerade, der ganze Bus guckt ihn gerade an, weil er so laut geredet hat. Alright. Ciao, Alter. Alter Verwalter. Ey, schreib mir in die Kommentare eine 1, wenn ich mir öfter Pranks machen soll. Ey, wisst ihr was? Instagram macht generell voll Faxen immer. Instagram macht so krasse Faxen. Ich mag's gar nicht. Instagram geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. Also, nicht auf die Nerven. Ich liebe Instagram, wisst ihr? Ich liebe auch die ganzen Gruppen und sowas, aber irgendwie ist Instagram komisch geworden. Irgendwie ist Instagram... Sorry, Luis. Meine zu Max Tunis. I like them. I miss the bros from Norway. I miss them. My Broskis. Instagram ist so viel und überall sind irgendwelche komischen Influencer unterwegs. Sehen wir so, Bruder, ich muss ganz schnell los, Alter. Oder, Bruder. Ist das der Louis Furchen? Gibt's noch? Klar gibt's den noch. What's up, people? So, jetzt okay. Influencer mache ich mal auf jeden Fall. Ach, ich mal auf Safe. Zu Gruppen, auf die dir einfallen. Dankeschön. Gruppen. Poster Gang. Toastes Bay. 24 Hours Magus. 14 plus Kinder. Kinder. Love you too. JD Unicorn. Stuttgart Squad. Where you from? I'm from Germany. Where you from? Tell me where you from in the comments. Well, you know, I'm at my family's home in Hanover. Warte, wo hab ich hier drei? Toses Bay. Savage Lulas. Savage Slans am Vorspielen, Baby. Auf jeden Fall, so machen wir auf jeden Fall. American Lucinators. Africa Exists. Oh, Africa Exists, bro. Thank you so much, Kaput. Oh. Danke fürs Konzert übrigens. Leute, so viele Fanpages sind überall. Condemnated vergessen. Ohne Witz, Condemnated vergessen. Leute, Instagram macht gerade krasse Faxen, okay? Deswegen geht mal bitte alle kurz auf meinen TikTok-Livestream. Geht mal alle auf meinen TikTok-Live, weil Instagram, ich sehe so wenig von euren Sachen gerade. Es nervt gerade so hart. Es hängt bei mir dieses, das nach oben geht, das hängt irgendwie. Guess me, please. I guess you. Son, was geht ab, Son? Wie geht's dir, mein Freund? Lange nicht mehr von dir gehört. Alles gut. Es gibt so viele Leute, die halt einfach. Die krassen, die Gruppen bei Instagram sind überkrass. Auf jeden Fall, Instagram. Ich hoffe, ihr habt. Like you do, coming soon to you. Everybody, go to TikTok right now. I'll see you there. I love you and stay lit.